Mein Name ist Kai, ich bin Immunologe aus Heidelberg. Ich war bis vor einigen Wochen als akademischer Rat tätig an der Universität Heidelberg, habe an der Unimedizin in Mannheim gearbeitet, bin seit 20 Jahren in der immunologischen Forschung und Lehre tätig, habe also vor allem in den letzten Jahren Medizinstudenten unterrichtet. Damit habe ich jetzt aufgehört. Ich bin raus aus der Universität. Ich bin betroffen von der bereichsbezogenen Impfpflicht. Das heißt, auch mir wurde ein Betretungsverbot angedroht. Ein Bußgeld von 2.500 Euro wurde mir angedroht. Das empfand ich als demütigend und als unangebracht und ich habe deshalb entschieden, dass ich da nicht weitermache. Ich werde oft gefragt, wie kann ich als Immunologe gegen die Covid-19-Impfung sein? Wieso bin ich als Immunologe nicht gegen Covid-19 geimpft? Meine Antwort ist, oder eine Antwort ist, weil es keine funktionierenden Impfstoff gegen Covid-19 gibt. Das zeigen uns die aktuellen wissenschaftlichen Publikationen, das zeigen uns die offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Instituts und das zeigen uns auch die Zahlen von Gesundheitsbehörden von verschiedenen anderen Ländern. Und wir sehen es letztlich täglich um uns herum. Dass man sich nach 2 oder 3 Spritzen dieser Präparate dennoch mit Corona ansteckt, das wundert doch nicht mal mehr die Geimpften. Wir mussten in den letzten 1,5 Jahren feststellen, die verwendeten Präparate, die man uns fälschlicherweise als Impfstoffe verkauft hat, zeigen spätestens nach einigen Monaten keine Wirkung mehr. Die Boosterimpfungen nutzen nichts. Jeder messbare Effekt der Boosterimpfungen ist bereits nach wenigen Wochen verpufft. Gegen die aktuellen Varianten von Omikron nutzen diese Impfstoffe überhaupt nicht mehr. Und was den Schutz vor schweren Krankheitsverläufen betrifft, in den RKI-Wochenberichten finden wir einen kontinuierlichen Anstieg der geimpften Personen auf den Intensivstationen. Wir können nachlesen, dass inzwischen mehr als 76% der Patienten auf Intensivstationen doppelt und über 50% dreifach geimpft sind. Das entspricht ziemlich genau den Impfquoten in Deutschland. Ich sehe also auch hier keinen Schutz mehr vor einem schweren Verlauf der Erkrankung. Damit bestätigt uns das Robert-Koch-Institut, dass diese sogenannten Impfungen nicht in der versprochenen Weise funktionieren. Covid-19 werden wir mit diesen Impfstoffen nicht besiegen können. Niemand hätte früher auch nur gewagt, solche Präparate überhaupt als Impfstoffe zu bezeichnen. Wir erinnern uns, diese Präparate haben eine bedingte Zulassung bekommen, nachdem ihre Effektivität mit über 90% angegeben worden war. Vor genau einem Jahr wurde uns auch versprochen, diese mRNA-Impfstoffe werden uns jahrelang schützen. Es wurde auch gesagt, dass diese Impfstoffe sicher seien. Nicht mal der Mainstream kann noch die Augen vor den katastrophalen Nebenwirkungsraten dieser Impfstoffe verschließen. Heute wissen wir, dass bereits in den Zulassungsstudien der Impfstoffhersteller die Häufigkeit von ernsten Nebenwirkungen jedes akzeptable Maß überschritten haben. Das Paul-Ehrlich-Institut, dessen Aufgabe es ist, uns vor Risiken durch solche Nebenwirkungen zu schützen, hat komplett versagt. Am Paul-Ehrlich-Institut weiß man sehr genau, dass es immer eine Untererfassung in sogenannten passiven Meldesystemen gibt. Man hätte das in die Kalkulationen mit einbeziehen müssen. Stattdessen haben die Mitarbeiter am Paul-Ehrlich-Institut alle Alarmzeichen ignoriert und die Nebenwirkungen heruntergespielt. Damit tragen sie auch Mitverantwortung für alle Konsequenzen. Bereits vor mehreren Monaten hatte der Vorstand der Krankenkasse BKK, Andreas Schöfbeck, das PAI vor einer dramatischen Untererfassung der Nebenwirkungen gewarnt. Ihm fiel auf, dass Ärzte mindestens 14 Mal so viele Behandlungen wegen Nebenwirkungen abrechnen, als sie dem PAI gemeldet haben. Jetzt hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung diese Berechnungen der BKK bestätigt.
Demnach wurden im Jahr 2021 2,5 Millionen Nebenwirkungen verzeichnet, die einen Arztbesuch erforderlich gemacht haben. Bezogen auf die verspritzten Impfdosen entspricht das einem Arztbesuch auf 61 Spritzen. Das heißt, jeder 20. muss nach 3 Impfungen mit ernsten Nebenwirkungen rechnen. Ein Impfstoff mit einem derart katastrophalen Nebenwirkungsprofil muss sofort vom Markt genommen werden. Hersteller, die einen solchen Impfstoff auf den Markt bringen, sollten vielleicht Besuch von der Staatsanwaltschaft bekommen. Und sollte sich herausstellen, dass von den Herstellern Informationen über Nebenwirkungen vertuscht wurden, wird das strafrechtliche Konsequenzen für alle Verantwortlichen haben. Wo stehen wir heute? Wir setzen wirkungslose Impfstoffe gegen eine Erkrankung ein, deren Gefährlichkeit überschaubar und heute deutlich geringer als vor 2 Jahren ist. Ein solches Impfangebot abzulehnen, ist keine egoistische Entscheidung. Es ist eine rationale Entscheidung. Obwohl das Versagen der Impfstoffe offenkundig ist, setzt unsere Politik den eingeschlagenen Kurs fort. Und obwohl die Menschen mittlerweile erkannt haben, dass die Impfungen weder Freiheit noch Normalität zurückbringen, werden weiterhin Milliardenbeträge in die Fortsetzung dieser Impfkampagne gesteckt. Dabei wurde der Preis für die neuen Impfstoffchargen von BioNTech gerade von 20 auf 30 Euro pro Dosis erhöht. Diese neuen Impfstoffe sollen nach dem Willen von BioNTech-Chef Shahin nicht mal mehr in klinischen Tests geprüft werden, bevor man sie allen Menschen aufzwingt. Wir also sollen erneut dafür bezahlen, an einem medizinischen Experiment teilzunehmen. Ein solches Impfangebot muss jeder ablehnen. Obwohl wir seit Beginn der Pandemie wissen, dass Covid-19 nur für alte und vorerkrankte Menschen eine ernstzunehmende Gefahr darstellt, werden heute jungen Menschen und sogar Kinder geimpft. Und obwohl wir wissen, dass die sogenannte Impfung weder Infektionen noch Virusübertragungen verhindern, drohen wir ungeimpften Mitarbeitern im Gesundheitswesen mit ihrer Entlassung und mit einem Berufsverbot. Man nimmt diesen Menschen ihr Recht auf Selbstbestimmung und riskiert gleichzeitig einen Kollaps des Gesundheitssystems. Das ist Gesundheitspolitik im Jahr 2022. Wer soll hier geschützt werden? Sicher nicht vulnerable Gruppen. Wohl eher Geschäftsinteressen von BioNTech und Co. Aber wir werden das nicht hinnehmen. Neue Maßnahmen werden ja bereits angedroht. Der Herbst wird dunkel. Die Maskenpflicht über Lockdown bis zur Impfpflicht ab 60, alles wird uns wahrscheinlich wieder begleiten. Die Politik sagt uns, hinterfragt uns nicht. Wir schützen euch vor Viren, wir schützen euch vor dem Klimawandel, wir schützen euch vielleicht auch vor den Russen. Sie sagen uns auch, seid vernünftig, sonst schützen wir euch am Ende sogar für euch selbst. Vernünftig sein heißt für diese Politiker, wir sollen uns ruhig verhalten und nicht widersprechen. Das ist Demokratie im Jahr 2022. Aber das ist nicht unsere Vorstellung von Demokratie. Das ist unsere Vorstellung von Diktatur. Und es hat auch nichts mit Vernunft zu tun, Menschen einem gesundheitlichen Risiko auszusetzen, indem man ihnen unwirksame und unsichere Impfstoffe injiziert. Es ist nicht vernünftig, Menschen ohne Beweis zur Gefahr zu erklären und ihnen Grundrechte und ihre Freiheiten zu entziehen. Es darf auch niemals mehr als vernünftig gelten,
wenn Menschen diskriminiert werden, weil sie nicht gehorsam, sondern kritisch sind. Natürlich, auch eine Demokratie. Auch in einer Demokratie muss es Autoritäten geben. Aber autoritäres Handeln muss in einer Demokratie immer transparent sein und nachvollziehbar begründet werden. Als verantwortliche Bürger müssen wir uns in unserem Reden und Handeln immer zur Autorität positionieren. Der Verweis auf Anordnungen oder Verordnungen ist für einen mündigen Bürger niemals ausreichend. Denn niemand darf sich nur auf Autorität berufen, wenn es eigentlich um Fragen der Vernunft geht. Sonst werden wir zu Untertanen oder zu Mitläufern. In einer Demokratie hat keiner das Recht zu gehorchen. Ansonsten verkommt der Begriff der Demokratie zur hohlen Phrase, zur angenehm klingenden Begleitmusik für repressive Maßnahmen. Wir sehen heute bei vielen Politikern ein Demokratieverständnis, das nichts anderes ist als die Rechtfertigung für eine Diktatur, in der eine manipulierte und entmündigte Mehrheit im Glauben gehalten wird, der Souverän zu sein. Aber souverän kann nur der sein, der freien Zugang zu allen relevanten Informationen hat. Nur der ist souverän, der vollumfänglich informiert und ohne Druck freie Entscheidungen treffen kann. Und nur der kann souverän sein, der Zugang zum öffentlichen Raum hat und der sich in gesellschaftliche Diskurse aktiv einbringen kann. Wer aber mit dem Verlust seiner sozialen und wirtschaftlichen Grundlagen bedroht wird, wer Angst vor Repressionen oder dem Verlust seiner Grundrechte haben muss, weil er zögert, sich Anordnungen zu unterwerfen, der ist nicht wirklich frei. Und diejenigen, die Zensur betreiben, die uns unter Druck setzen und uns aus dem öffentlichen Raum fernhalten wollen, sind keine Demokraten. Diejenigen, die kritisch bleiben und auf ihre Grundrechte beharren, werden von Politik und Medien diskreditiert und diffamiert. Es seien eigentlich Egoisten, die Hass und Hetze verbreiten. Viele seien Rechtsradikale oder gar Demokratiefeinde. Sie hören nicht zu. Sie haben nur das Argument der Kontaktschuld. Das hatten wir aber auch in der Vergangenheit. Wir nannten das Sippenhaft. Ihr hört nicht zu. Wir werden zur Gefahr erklärt. Diskriminierung und Ausgrenzung hat in unserer Geschichte immer damit begonnen, dass man eine Gruppe zur Gefahr erklärt hat. Das ist heute leider nicht anders. Wir werden zu einer Gefahr erklärt, eine Gefahr, die zu bekämpfen ist, am Ende mit allen Mitteln zu bekämpfen ist. Mit dieser Haltung verabschiedet man sich von der liberalen Demokratie und begibt sich auf den Weg in den Totalitarismus und die Diktatur. Der Totalitarismus kann sich aber nur dort ausbreiten, wo wir ihm den Raum überlassen. Deshalb ist es wichtig, dass wir den öffentlichen Raum nicht aufgeben. Deshalb ist es wichtig, uns weiterhin zu versammeln, auf den Straßen, auf den Marktplätzen, und unseren Widerspruch laut und deutlich zu artikulieren. Dann sind wir tatsächlich eine Gefahr, aber nicht für die Gesundheit. Dann sind wir eine Gefahr für diejenigen, die unsere offene Gesellschaft und unsere Demokratie abschaffen wollen. Wir werden sehen, was der Herbst uns bringen wird. Möglicherweise werden viele von uns vor der Frage stehen, wie sie ihre Wohnungen heizen oder wie sie ihre Wohnungen behalten können.
Vielleicht werden viele nicht wissen, wie sie Stromrechnungen oder Nahrungsmittel bezahlen sollen. Ganz sicher werden auch manche Menschen an den gesundheitlichen Folgen der Impfungen leiden. Viele werden vielleicht nicht mehr in der Lage sein, den Verlust ihrer Freiheit zu beklagen oder dagegen zu kämpfen. Aber immer mehr Menschen werden auch Fragen stellen, zum Beispiel, ob die Zerstörung unserer Demokratie und unserer Lebensgrundlagen wirklich die unvermeidbare Folge von Pandemien, Klimawandel und Kriegen sind. Oder nicht eher das Ergebnis einer Politik, die niemals unsere Gesundheit oder die Verbesserung unserer Lebensumstände im Blick hatte. Vielleicht kommen Sie zu dem Schluss, dass unsere wahren Probleme Ergebnis einer Politik sind, die geprägt ist von Inkompetenz, Unehrlichkeit und Korruption. Sollten die Menschen in diesem Land das erkennen, gibt es noch Hoffnung. Und dann wird es auch eine Aufarbeitung geben. Dann werden sich viele einer der wichtigsten Lehren unserer Geschichte erinnern. Es gibt immer auch persönliche Verantwortung. Und sehr viele, die jetzt noch Macht haben, werden sich verantworten müssen. Vielen Dank.